Hallo Leute, das ist mein X-Boil für armes Set. Eine, in diesem Fall war es Kichererbsendose, oben und unten den Boden rausgeschnitten, ein bisschen Löcher reingemacht auf einer Seite. Das passt, da passt wunderbar eben hier die 400 ml Clean Canteen rein. Ich habe ihr ein Schutzschild verpasst. Denn hier ist noch ein kleines Fensterchen, eine Lasche, damit gleich die Tasse, die ich hier in einem Strumpf versteckt habe, damit nichts schüttelt und rüttelt, da auf der Lasche hier so aufsetzen kann. So in der Art. Ja, und hier in dem Strumpf habe ich doppeltes Set. Einmal den M71 der Schweizer Armee, weil das nicht schlecht ist. Da habe ich in diesem Falle einfach auch zum Warmhalten Kerzenwachs geschmolzen und in die Mitte einen Rest Kerzenstummel reingesteckt, sodass da ich genug Dörte habe. Und das geht ganz gut zum Warmhalten oder zum was köcheln lassen. Also wenn man aufgekocht hat, danach dann einfach nur köcheln lassen. Wie man sieht, das ist mein Brenner. Das war so eine Pulmul-Dose. Und da kann man dann jetzt halt Spiritus reinmachen. Dann anzünden. Jo, brennt. Der Teil hier drüber. So. Hier übrigens habe ich auf der Tasse mir notiert, wie viel Milliliter Wasser. So ist 400 Milliliter Tasse. Ups. So, hier 400 Milliliter, über 400 Milliliter Volumen und 90 Gramm wiegt die Tasse selbst. So, und die kann man jetzt hier eben schön einstecken. Und der Henkel ist so breit, dass der mit der Lasche zusammen hier die Möglichkeit gibt, sicher zu stehen. Funktioniert gut. Er wird zwar etwas warm, aber dazu hat man dann Leatherman und dann im Moment geht es also aber noch. Ja. Und jetzt mache ich mal einen Cut und wenn es kocht, dann kann ich ja wieder reinschalten. So, und circa 5 Minuten später, wie man sagt auf Englisch, ein Roiling Boil, haben wir ein stark blubbernd. Im Topf oder Tasse. Und übrigens, nur zur Info, das funktioniert auch mit der Kaffee-Espresso-Maschine hier, die kann man hier so einhängen, aber das funktioniert nur, wenn die Tasse auch hier drauf steht, weil dann ist das Gleichgewicht gibt. Noch ein kleiner Nachtrag, manche wundern sich, was es mit diesem Draht auf sich hat. Den habe ich hier so gebunden mit einer Verlängerung, dass ich den hier ausziehen kann unter die Kante. Und somit könnte ich auch
die ganze Tasse so über das Feuer hängen. Also irgendwo einen Busch suchen und dort das Ganze machen. Und dann kann ich es eben hier auch drüber hängen. Ich bin also auf die Lasche hier im Windschutz nicht angewiesen, wenn ich diesen Draht habe. Und er lässt sich halt immer wunderbar auch wieder so zurückschieben und verdrehen. Dann stört er wieder nicht, wenn man trinken will, und ist klein verpackt. Ich kann ihn auch abnehmen, aber es hat sich so bewährt. Und tschüss.